Es lebte einmal am Rande eines großen Waldes ein kleines Mädchen mit goldenem Haar. Wegen ihrer strahlend blonden Locken nannte man sie Goldlöckchen. Jeder war vom Anblick ihrer Haarpracht verzaubert. Aber obwohl sie so niedlich aussah, konnte sie von Zeit zu Zeit ein recht ungehorsames kleines Mädchen sein. Jedes Mal, wenn sie zum Spielen nach draußen ging, musste ihre Mutter sie warnen. Schatz, bitte bleibe im Garten und laufe nicht in den Wald hinaus. Tief im Wald, in einem kleinen Haus, lebte die Bärenfamilie. Papa Bär mit den breiten Schultern, Mama Bär mit dem rosa Haarband und der kleine Babybär. Mama Bär stand jeden Morgen früh auf, um zum Frühstück Haferbrei zu kochen. Eines Morgens wachte Babybär früher auf als sonst und begann sofort seinen Haferbrei zu essen. Aber er war noch viel zu heiß. Mama, können wir im Wald spazieren gehen, bis mein Haferbrei abgekühlt ist? Mama, Papa und Babybär ließen ihren Haferbrei auf dem Tisch und gingen in den Wald. An diesem selben Morgen spielte Goldlöckchen mal wieder im Garten, während ihre Mutter das Frühstück vorbereitete. Aber sie fand es bald langweilig, immer nur im Garten zu spielen. Und sie war so neugierig und wollte wissen, was sich dort im tiefen Wald befand. Was soll schon passieren, wenn ich nur ein bisschen spazieren gehe? Sie sah sich um. Als sie sich sicher war, dass niemand sie sehen würde, lief sie los in den Wald hinein. Als sie außer Atem war, blieb sie stehen und sah sich um. Was für ein schöner Wald! Blumen, Bäume! Warum bin ich noch nie hier gewesen? Und sie begann, tiefer in den Wald zu laufen. Zur selben Zeit ging die Bärfamilie im Wald spazieren und Babybär entdeckte einen Bienenstock auf einem Ast. So ein großer Bienenstock! Der ist bestimmt voller Honig! Papa, können wir davon was essen? Nein, mein Junge! Der Honig gehört den Bienen. Wir können nicht einfach in jemandes Haus gehen und ihr Essen essen. Das gehört sich nicht. Ihr habt recht. Dann muss ich wohl warten, bis wir wieder zu Hause sind. Mittlerweile war Goldlöckchen für eine lange Zeit im Wald herumgelaufen. Und sie hatte sich verlaufen. Sie versuchte zurückzugehen, aber sie konnte den Weg nicht mehr finden. Sie war sehr müde und hatte Hunger. Sie begann zu weinen, weil sie so müde war. Doch nach kurzer Zeit gelangte sie an das Ende des Weges und sie entdeckte das Haus der Bärenfamilie zwischen den Bäumen. Sie näherte sich vorsichtig dem Haus. Sie lief darum herum, aber sie konnte niemanden sehen. Sie klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Dann sah sie durch das Fenster und sie erblickte die drei heiß dampfenden Schalen auf dem Tisch. Sie ging zurück zur Tür und dieses Mal klopfte sie fester. Und die Tür öffnete sich. Goldlöckchen freute sich sehr. Sie trat ein und rief: Jemand zu Hause? Als niemand antwortete, begann sie sich umzusehen. Sie ging zum Tisch herüber. Und auf dem Tisch standen drei Schalen mit Haferbrei. Eine große, eine mittlere und eine kleine. Goldlöckchen war so hungrig, also wollte sie die große Schale leer essen. Aber sobald sie den Löffel in den Mund steckte, verbrannte sie sich die Zunge. Der Haferbrei war noch viel zu heiß. Sie probierte also von der mittleren Schale. Aber der Haferbrei in dieser Schale war kalt geworden. Viel zu kalt! Schließlich probierte sie von der kleinsten Schale. Dieser Haferbrei ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Genauso wie ich es mag. Und sie aß die ganze Schale leer. Als sie aufgegessen hatte, fühlte sie sich sehr voll und sie wollte sich ausruhen. Sie ging zu den drei Stühlen, die vor dem Kamin standen. Ein Stuhl war sehr groß, der zweite war mittelgroß und der dritte war der kleinste.
Zunächst versuchte Goldlöckchen, sich auf den großen Stuhl zu setzen. Aber sie konnte nicht mal darauf klettern. Sie setzte sich auf den mittelgroßen Stuhl. Aber dieser war sehr hart. Sie fand das sehr ungemütlich. Also setzte sie sich auf den kleinsten Stuhl. Dieser war sehr gemütlich und hatte genau die richtige Größe für sie. Doch plötzlich brach der Stuhl mit einem lauten Krach unter ihr zusammen. Goldlöckchen saß verdutzt auf dem Boden und wusste nicht, was sie tun sollte. Sie lief in das Nachbarzimmer und dort standen drei Betten. Ein großes, ein mittleres und ein kleines Bett. Zunächst sprang sie auf das große Bett, aber es war viel zu groß für sie und die Matratze war ihr zu hart. Das zweite war immer noch etwas zu groß und außerdem war es viel zu weich. Also legte sie sich auf das dritte Bett. Dieses Bett war genau die richtige Größe für sie und es war sehr bequem. So bequem, dass Goldlöckchen sofort einschlief. Während sie schlief, kam die Bärenfamilie nach Hause. Papa Bär hatte etwas Holz für den Kamin gesammelt. Mama Bär hatte frische Waldbeeren gepflückt. Und Baby Bär freute sich sehr auf seinen Haferbrei. Als sie zu Hause ankamen, setzten sie sich sofort an den Tisch. Aber als Papa Bär in seine Schale schaute, sagte er verärgert: Jemand hat von meinem Haferbrei gegessen. Mama Bär sah auch in ihre Schale und sagte: Jemand hat auch von meinem gegessen. Und als Baby Bär in seine Schale blickte, begann er zu weinen. Dieser jemand hat auch meinen Haferbrei probiert. Und nicht nur probiert, sondern ganz aufgegessen. Sie standen auf und sahen sich um. Papa Bär bemerkte seinen Stuhl vor dem Kamin. Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen. Er wurde verschoben. Auch Mama Bär hatte etwas bemerkt. Jemand hat auch auf meinem Stuhl gesessen. Und wie zuvor begann Baby Bär wieder zu weinen. Jemand hat auch auf meinem Stuhl gesessen und hat ihn zerbrochen. Vorsichtig ging die Bärenfamilie in das Schlafzimmer. Jemand hat in meinem Bett gelegen. Schau, es ist ganz durcheinander. Jemand hat auch in meinem gelegen. Jemand hat auch in meinem Bett gelegen und schläft immer noch darin. Papa Bär kam herüber zu Baby Bärs Bett und er sah, dass tatsächlich jemand darin lag. Vorsichtig zog er die Bettdecke zurück und sie waren alle sehr überrascht, als sie das kleine Mädchen erblickten. Was macht dieses kleine Mädchen in unserem Haus? Sag dem kleinen Mädchen, es soll sofort aus meinem Bett raus. Goldlöckchen wurde von Babybärs Weinen geweckt. Als sie die drei Bären vor sich stehen sah, erschrak sie sich schrecklich und lief so schnell sie konnte davon. Sie lief aus dem Haus hinaus und rannte, ohne sich umzusehen. Sie war ganz außer Atem, aber sie blieb nicht stehen. Und sie wusste gar nicht, wohin sie laufen sollte. In diesem Moment sah sie ihre Eltern durch den Wald laufen. Als Goldlöckchen nicht zum Frühstück erschienen war, waren sie losgegangen, um sie zu suchen. Goldlöckchen war sehr froh, ihre Eltern zu sehen. Sie lief zu ihrer Mutter und umarmte sie. Oh, Mama! Wir waren so besorgt. Geht es dir gut? Von jetzt an werde ich immer auf dich hören. Ich werde nie wieder weglaufen, ohne Bescheid zu sagen. Goldlöckchen umarmte ihre Eltern ganz fest. Von diesem Tag an, wie sie es versprochen hatte, hörte sie immer auf ihre Eltern und machte nichts Unerlaubtes mehr. Sie war für immer ein braves und gehorsames Mädchen.